Soldier XT-2062, equip yourself and report to the commander. You have a new order. Hallo. Da sind wir wieder. Nach der HD-sten Cutscene, die ich seit 3 Jahren gesehen habe. Bei System Shock. Mit einem neuen Auftrag. Und der ist aufstehen. Genau. Scheint wichtig zu sein. Erstmal Gitarre spielen. Boah, du nervst mit dieser Gitarre, ne? Du findest die echt super, oder? Ja. Ich meine, in dem Fall hörst du die doch, glaube ich, gar nicht. Nö, aber so. Ich kenne die doch. Ja, gut. So, wir werden jetzt parallel hier durchlaufen, weil, wie in manchen anderen Teilen auch, wir sind beide erstmal im Singleplayer. Genau. Und nein, look at that fabulous Tasse, was wir standardmäßig im Inventar haben. Ja. Und weg damit. Ebenso. Langweilig blau. Naja, gut, was soll's. Jetzt werden wir simultan hier durchlaufen und alle Sachen öffnen. Genau, da liegt ein Kerl im Bett. Und er hat unser Gesicht. Hast du im ersten Raum schon alles geplündert? Ja, ich habe einen Apfel und eine Cola. Und den Wodka hast du stehen lassen? Soll ich dir was mitbringen? Okay, dann bring ich was mit. Ja, klar. Ich nehme die Cola doch für dich auch mit. Achso, okay. War ja nicht noch irgendwo Whisky? Ich dachte, ich hätte irgendwo Whisky gesehen. Also wir haben Schnaps in dem, da wo der Kerl schläft, aber... Ja, genau. Das ist bei mir Jack Daniels. Ja, tut mir leid, dass bei mir das nicht läuft. Ich will es ja nicht ins Gesicht reiben. Tust du aber! Ich habe erklärt, warum es für mich wie Whisky aussieht. So, Badezimmer ist leer. Beide. Ja. Ich bin eigentlich drin gewesen. Im Herrenklo. Okay, ich bin vernünftig. Und da steht ein Bass nebenbei. Yo. Lautstärke und so weiter. Ach, was soll ich? Ich hab keine Lust, sie gerade einzustellen. Mach mal später. Hallo, schöne Frau. Hallo, Billy, also hallo, Spielraum, der rein gar nichts zu bieten hat. Und tschüss. Billard Cues. Ja, den nehme ich aber nicht mit. Oder Pool Cue. Scheinbar geht das Deutsch doch nicht. Aber wenigstens machen Leute Geräusche, das reicht mir dann schon. Ah, hier kann man, wenn man genau arbeitet, Brezen und Brötchen mitnehmen. Brezel. Und die will ich auch haben. Und ein Brettroll. Ich seh diese Worte auf Deutsch, witzigerweise. Ja klar, weil bei dir Deutsch irgendwie funktioniert, bei mir nicht. Standardmäßig. Ich wollte sagen, ich habe ja nicht mal Mods dran. Ja, Telekom-Sound. Da fehlt ein Sound. Ja, aber nahezu. Und präzise das Brötchen hier irgendwie. Die zweite Brezel fände ich viel schwerer aufzunehmen als das Brötchen, aber hey. Ja. Bei mir war die zweite Brezel einfach hallo. Und nächster Raum. Der hatte Urlaub oder ist Sohn von Kohleschürfern? Warum? Einen relativ dunklen Hautton hatte. Ah, der aber hier im Raum steht? So unnatürlich. Ja, der auch. Irgendwie so unnatürlich, gräulich irgendwie. Hast du im Abfall die Milka geholt? Was Milka wo? Da Abfall? Ja, Abfall. Jetzt habe ich die Milka geholt. Immer in den Abfall gucken. Tue ich immer, weil du es nicht tust. Ja. Dann rauf und dann erstmal nach links. Moment, also die Grabschacht mag mich nicht. So, nach links möchtest du. In die Security. Jo, die aber auch vollkommen leer ist. Nein. Nicht? Ach, Müll. Abfalleimer. Ja, ja. Der guckt dann auch schon in die Waste Barrels. Ich? Aber ein Duo-Boost habe ich hier drin. Ja, yep, das ist in der anderen. Ja. Die ist leer. Und hier ist noch sonst nichts mehr, okay. Wieder raus. Im wahren Leben wären wir schon so oft gefeuert worden. Hm. So, und in die Storage, die ist nämlich interessant. Ja. Einweg-Reparatur-Tool und eine Batterie und alles mögliche und... Siegspritze. Und den Recycler lasse ich mal da.
Das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, den mitzunehmen. Ah, den habe ich dabei. Weg damit. So. Kannst du ihn da lassen. Ich brauche ihn eigentlich echt wenn nicht, also. Platz eben hast. So, und einmal ausstatten. Auf zur Ausstattung. Ja. Mit den viel zu hoch hängenden Upgrade-Einheiten. Finde ich irgendwie. Die hängen höher als normal. Oh, ist doch egal. So, Tech. Ich forsche wieder wie üblich. Weapons. Standardwaffen auf 3. Das und Pull und ja. Stärke auf 2. Die Ranch hat eine lustige Textur. Und ja. Und dann modifizieren und warten. Ich finde es aber faszinierend, dass hier als Knopf AGI for Guilty drin steht. Die Erklärung aber deutsch ist. Das ist ein faszinierender Mischmasch, den ich mir zusammengezwiebelt habe. Was ich witzig finde. Ja? Ich habe Hack, Reparatur, Modifizierung, Wartung und Forschen auf Deutsch, aber die Beschreibung auf Englisch. Ach, fängt ja schon schön an. Es kann ja nur besser werden, so. Wartung. The Maintenance Skill determines... Das ist eine schick aussehende Pistole. Ich gehe modifizieren 3 und jetzt habe ich noch 10 Module übrig. Die packe ich. Ne, schwere Waffen kostet zu viel, also packe ich die in. Stärke kostet auch zu viel. Cyber. So. Und in Ausdauer. Okay. So, hab noch 2 Punkte und bin durch. Ich jetzt auch. Dann Konferenz in 3, 2, 1. Nein, ich bin noch nicht. Okay. Das war knapp, ich habe die Tür gerade geöffnet, aber die Cutscene startet noch nicht. Jetzt geht's. Polaris bei Christine. Swoosh. Yunnan Initzirch. SIRHC. Keine Ahnung. Ein bisschen aus wie TARDIS quergelegt, in riesig. Irgendwie, ja. Hallo. Ah, so ST-269-T2. So you are the maniac who was the sole survivor of the Ponderby, Jidia, and the Nightwalker. Yes, sir. Your reports were hair-raising. Trioptimum immediately sent a dozen of their eggheads to have a look around on the Nightwalker. You will be pleased to hear that they confirmed your story and that the UNN atomized the Nightwalker. Great. It depends on the way you take it. We were not allowed to dispose of the Nightwalker until the researchers took some samples of the biomass. They were to experiment on them only under the highest security precautions, or so I was told. Holy mothership. Yes, luckily the samples weren't brought to Earth, but to the ice planet Polaris, which we are near to at the moment. The genetic research is taking place there on station Polaris 32AO. And let me guess, they've got problems. Huh. If only we knew. The latest report from Commander Kingsley was uninformative, and since then we have received no further communication, so the UNN sent us to investigate the situation. A few hours ago, I sent 2 shuttles to the station. The men reported difficulties during the landing, and then they were attacked. At that point, we lost contact and haven't heard from them since. And what is my part in this? Take a shuttle, fly down to the planet, and land a short distance from Polaris 3280. After landing, you'll receive further instructions. Aye, sir. Oh, and soldier. Yes, Commander. Don't catch a cold. Dann, was der Kerl gesagt hat? Komplett, ja. Okay, das war mir nämlich viel zu leise. Muss ich Untertitel runterpacken, glaube ich. Bei mir ist die Lautstärke super. Soll ich es nochmal kurz wiederholen?
oder? Das wäre nett. Kurz zusammengefasst. Wir sind derselbe Kerl, der von der Nightwalker kommt, immer noch. Ja. Übrigens, hübsche Scenery hier. Also wir sind derselbe Kerl, der von der Nightwalker kommt. Und der Kerl, der davor stand, hat eben gesagt, dass unsere Geschichte bestätigt wurde von den Forschern, die auf der Nightwalker waren später. Mhm. Aber dass die Nightwalker nicht zerstört haben, ohne Biomasseproben mitzunehmen. Intelligenterweise. Aber diese Biomasseproben sind zum Glück nicht auf der Erde gelandet, sondern eben auf diesem Eisplaneten Polaris. Du mich auch. You still have a fair distance to walk to reach the UNN facility. However, you should hit the streets soon. The UNN pioneers began to develop the planet several months ago. Equip yourself. I'm going to try to maintain radio contact so I can give you further instructions. Okay, it's now or never. Zum Glück habe ich noch nicht zum Glück geredet oder so. Ich war noch nicht fertig. Achso, okay, ging echt noch weiter. Wow. Ja, eben, dass der zwei Shuttles schon hochgeschickt hätte, um nachzuprüfen, was hier los ist hier oben, weil Kontakt verloren gegangen ist. Mhm. Und dass von denen auch keine Nachricht mehr kam und jetzt wir hochgeschickt wurden, um die zu retten und zu gucken, was hier los ist. Ja, wir so als die Eliteaufräumer. So. Ups, sorry. Macht nix, macht nix. Ist ja, glaube ich, jeder eine Schrotflinte gewesen. Ja, war es auch. Mensch, und einige Rapsurden. Ach, genau. Dein Öl. Moment. So, nimmst du die Batterien? Ja, ne? So. Du kriegst das und das und das. Das und das und das. Und die Batterien nehme ich hier. Okay. Das. Ja. Und das. Kurz ins Inventar leicht sortieren. Moment. Endurboost einfach schon mal anziehen. Was soll's. Ja. Schönes Schiff, schönes Schiff. Schöne Quantenknicks. Die du natürlich sofort wieder anzeigen musstest. Jo, weiß nicht. Ich finde die interessant. Blub, blub, blub. Hast du schon eine Ranch hier, hast du wahrscheinlich? Ich habe schon die Ranch, ja. Ich habe noch eine drin für den Fall. Ausnahmsweise mal. Kannst du sie auch nutzen? Jo. Ja, du mich auch, mach mir Schaden. Ach stimmt, das macht ja Schaden im Spiel. Sorry. Ich war in Let's Best 3 gewohnt. Aber ich kann sie auch nutzen, ja. So. Gut. Gleiches mit gleichem. Eben. So, erstmal den gesunden Kram fressen. Also Chips und Schokolade und. Moment, als erste Tat werde ich aber gleich mal. Moment. Nein, werde ich nicht. Okay. Weißt du nicht? Ja, passt schon. Was keine überhaupt? Sorge. Okay. Ich habe überlegt, ob ich die Teile gleich modifiziere. Mir fehlen Naniten. Okay. Na dann, lass uns loslegen. Ja. Das ist eine hübsche Landschaft hier. Absolut. Und mit Bäumen und Eisgolems. Ja. Nee, nicht im... Niemals im Weg stehen. Ja, ich bin auch gerade aus dem Weg rausgegangen, als ich gesehen habe, dass du geschossen hast. Eine Lampe. Eine Leuchte. Leuchte, okay. Wir gehen und also erst hier rum, okay. Ein Stück Schrott. Ich bin jetzt einfach hier. Wo bist du hin? Da. Vor dir. Okay. Ich muss sagen, es ist sehr hübsch hier. Alles zerbricht und ich muss das Spiel jetzt gleich mal lauter stellen. Ein Eichhörnchen! Oh ja. Noch eins. Eine Pflanze, die mich aufhält. Ach komm, Moment. Lass doch mal, du kannst sie so nicht treffen. Was Overkill. Bin unsterblich. Boah. Oder ich treffe sie einfach nicht. Aber eigentlich...
Eichhörnchen, die Meisterrasse. Gut, hier scheint es weiterzugehen, gehen wir mal einen anderen Weg. Nur mal so zum Ansehen. Ich will die Eiszapfen. Ach, was soll's. Hier sind Yetis. Jo. Bäh. Puff, explodiert. Schön. Ich bin wieder am Schiff, okay. Okay, sind beide kaputt. Gut, ich bin unterwegs. Und fressen derzeit ein paar Äpfel und Brezeln und Zeugs. Meine Munition ist schon bald alle. Kannst du meine haben? Nee, ich habe ja Schrot. Ich nutze momentan nur meine Schrotflinte. Achso, okay. Weil die stärker ist. Ist denn hier irgendwas von Interesse? Hier geht's auch weiter. Okay. Wann bist du vor mich gekommen? Wo bist du? Ach da. Du bist mir vorbeigelaufen, aber okay. Ja, ne? Ging mir eben auch so. Ey, oh, ein HD-Schneeschieber. Schaufel. Gedöns. Und eine Lok. Die uns aber erst gleich anhören. Ja. Lustige. 3 Cones, 1 Cone. Ein Kegel. Ein Schokolade. Und eine Lok. Und Schrottmunition, glaube ich. Wo? Da. Ah ja. Ein Thermos. Gut, genau. Und hier wären wir dann am anderen Weg rausgekommen, wahrscheinlich. Wir laufen jetzt trotzdem erstmal durch. Gut, 2 Batterien. Und eine Leiche mit noch einer Lok. Und ein Yeti. Und ein Schneemobil. Aber ich weiß nicht, ob man die wirklich als Yetis bezeichnen kann. Hinter mir war noch einer. Oh, okay. Kaputt. Du oder? Ne, der. Das Eisvieh. Gut, jetzt ich auch. Wo auch immer der zweite hergekommen sein mag. Bist du jetzt rechts oder links rumgelaufen? Rechts rum, weil es schneller ist. Okay. Alles gut? Mhm. Okay. Ich glaube, den weichen wir erstmal aus, oder? Bah. Gut. Das tut's dann auch. Viel mehr dürfen von den Viechern nicht kommen. Mhm. Klar. Lass es sein. Wir sollten die Loks wirklich langsam mal hören. Jo. Guck mal, das ist eine Taschenlampe. Meine Gott, jetzt weich nicht aus.